Hey, Sam. Vorsichtig. Ja, sieht ganz so aus. Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei, ha? Deckung! Scheiß Scharfschütze. Wo ist das hin? Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Mach es doch mal! Hilft's ja!
sitzen! Ah, da ist er! Ausschwärmen! Oh, verdammt! Und weg damit! Volle Deckung! Ich werde dich abfackeln! Hey, geht außen rum!
Leute, dem Hirsch! Was habt ihr hier zu tun? Schnappt sie hier! Verdammt, verdammt! Yeah.
Verdammt! Heftig. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Sam! Henry! Verdammt! Sam, alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, Mann! Gehen wir! Schneller, schneller, schneller! Dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht hier nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay.
Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würd's gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Es ist alles deine Schuld. Henry! Henry, nicht!
sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Tja, so viel dazu. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Ja, komm. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also... Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Und wer soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Gehen wir weiter.